Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau Höhn, Sie haben ja in Ihrer Rede jetzt wieder mal Ihre grüne Maske fallen lassen. Bei Frau André hatte man ja fast den Eindruck, dass sie sozusagen das Prinzip der Marktwirtschaft tatsächlich verstanden hätte. Aber Sie sind wieder in Ihren grünen Einheitsbrei zurückgefallen und haben uns hier einen grünen Öko-Quark zusammengerührt, meine Damen und Herren, der einfach nicht genießbar ist, weil die Fakten, die Sie uns dargebracht haben, die sind einfach falsch. Ihre Behauptung, dass die deutsche Stahlindustrie oder dass in Deutschland die Stahlindustrie in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren nichts getan hätte, um ihre Emissionen zu reduzieren oder um ihre Produktion energieeffizienter auszubauen, ist doch völliger Unsinn. Wenn Sie nur alleine die Restrukturierung, die Transformierung der ostdeutschen Stahlindustrie betrachten, dann können Sie sehen, dass sozusagen aus Halbruinen hochmoderne, hocheffiziente Stahlwerke entstanden sind. Und diese früheren Ruinen, die 1989 vorhanden waren, Frau Höhn, die stehen heute noch in Russland, die stehen heute noch zum Teil in China. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie darauf hinwirken würden, in Russland oder in China beiden Ländern zu helfen, ihre Stahlindustrie auf den modernsten Stand zu bringen, dann hätten sie einen großen Gewinn für das Klima erreicht, meine Damen und Herren, und nicht, um sozusagen jetzt mit hohen Kosten die letzten 2% aus den Emissionen noch rauszuholen. Und meine Damen und Herren, Überproduktionskrisen hat es immer gegeben. Das ist sicherlich ein Problem der Weltwirtschaft, dass dann, wenn die Konjunktur nachlässt, dass dann natürlich viele Waren auf dem Markt sind, die keinen Absatz finden. Und das Problem mit China ist ja nun auch nicht zum ersten Mal Gegenstand hier in den Debatten des Deutschen Bundestages. Sie erinnern sich noch, dass wir zum Beispiel das Thema Solarpaneele hier schon mehrfach behandelt haben. Und eigentlich ist für mich jetzt ganz entscheidend die Frage, handelt es sich um Dumping? Handelt es sich um Dumpingpreise des chinesischen Stahls oder nicht? Und das ist schnellstens zu entscheiden. Und da frage ich mich manchmal schon, warum in Brüssel diese Prozesse alle so lange dauern. Da sind die Amerikaner viel schneller, viel restriktiver. Und in Europa fahren wir immer Achterbahn, bis letztendlich eine Entscheidung getroffen wird. Deswegen muss man einfach die EU-Kommission in Brüssel auffordern, nun endlich mal zu Potte zu kommen, um sozusagen diese Entscheidung rechtsfest zu machen. Denn erst dann kann man natürlich auch entsprechend vorgehen. Denn man muss ja sehen, in einer Weltwirtschaft, meine Damen und Herren, ist es ja so, Dumping ist nicht zugelassen, keine Frage, und dem muss man entsprechend gegenarbeiten. Aber auf der einen Seite rühmen wir uns natürlich immer bei den Exportzahlen, dass der deutsche Maschinenbau, dass die deutschen Ausrüster jedes Jahr zu neuen Rekorden eilen. Sie rüsten sozusagen die Industrienationen der Welt auf, unter anderem auch China mit modernsten Maschinen. Und dann wundern wir uns, wenn sozusagen dann moderne Produkte zu uns auf den Markt kommen. Das wird einfach ein Problem bleiben, dem man sich stellen muss. Aber Russland und China sind Mitglieder der Welthandelsorganisation und die Welthandelsorganisation ist letztendlich der Wächter für einen fairen Welthandel. Deswegen auch hier ist noch mal zu klären, dass diese Frage des Dumpings entschieden werden muss. Und Frau Höhn, der Zusammenhang zwischen Klimapolitik und Wettbewerbsfähigkeit, also wenn Sie das nicht verstanden haben, dann muss ich sagen, dann sollten Sie schon noch mal die Lehrbücher der Ökonomie aufmachen. Denn natürlich gibt das den Zusammenhang. Und natürlich kann man eine Industrie immer weiter belasten mit allen Auflagen. Es geht doch auch nicht bloß darum, jetzt Klimaauflagen. Es gibt doch vielfache Auflagen, die diese Industrie im Prinzip auferlegt bekommen hat in den letzten Jahren. Und da muss man sich doch nicht wundern, dass sozusagen jede Investitionsentscheidung länger hinausgeschoben wird oder gar nicht mehr stattfindet, dass sich die Unternehmen umschauen, ob vielleicht im Ausland bessere Standorte vorhanden sind. Und deswegen kann man sagen, es gibt hier einen direkten Zusammenhang. Und deswegen ist es an der Politik,
dafür zu sorgen, dass die Belastungen, die wir der deutschen Industrie aufbürden, eben nicht größer werden kann als die Tragfähigkeit der deutschen Industrie. Auf der einen Seite beklagen wir, dass in den letzten Jahren die deutsche Wirtschaft zu wenig investiert hat. Das stimmt natürlich nur zum Teil. Sie hat nicht in Deutschland investiert, sie hat im Ausland investiert. Und jetzt muss, muss man ja fragen, warum macht sie das? Sie macht das natürlich deswegen, weil sie wahrscheinlich zu der Auffassung gekommen ist, dass an anderen Standorten ihre Produktion effizienter zu gestalten ist. Und das muss uns doch zu denken geben. Und ich meine, das ist doch nicht bloß die Klimapolitik, die hier wirkt. Das ist doch eine Vielzahl von Regelungen, eine Vielzahl von Verordnungen, die tagtäglich auf die Unternehmer hereinprasseln. Das sind Großunternehmen, meine Damen und Herren, die haben ganze Abteilungen, die sich damit befassen, aber ein mittelständisches und kleines Unternehmen, wo der Unternehmer Personalchef ist, Produktionschef, Entwicklungschef und sich letztendlich auch mit der ganzen Bürokratie beschäftigen muss, dort liegen doch die Probleme des Standortes Deutschland. Meine Damen und Herren, und wollen wir, dass die Stahlindustrie auch weiterhin eine wichtige Rolle in Deutschland und in Europa spielt, und wir als CDU-CSU und ich denke auch in der Koalition, wir wollen das, heißt das natürlich auch, dass man die Innovationskraft der Branche weiterhin stärken muss. Und deswegen werden wir uns auch in den nächsten Haushaltsansätzen, in den nächsten Haushaltsplänen dafür einsetzen, dass natürlich die Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die Ausgaben auch für industrienahe Forschung weiterhin auf hohem Niveau stattfinden. Und noch ein Wort zu den Linken, meine Damen und Herren. Ja, Herr Ernst, die Linken haben ja erst das Thema Stahlindustrie gar nicht so mitgekriegt. Erst nachdem wir einen Antrag eingebracht hatten und die Grünen einen Antrag nachgeschoben haben, kam dann die Linke noch angesprungen und brachte auch noch einen Antrag. Also Sie sollen sich nicht immer so als Retter der ganzen Branche darstellen, sondern Sie sind der Nachzügler eigentlich. Die Probleme werden bei uns erkannt in der Koalition und dann tut die Opposition manchmal so, als wenn sie das auch gesehen hätte. Und der letzte Witz, meine Damen und Herren, das war eigentlich der Vergleich zwischen den Autos und den Windmühlen. Also es ist ja nun wirklich absurd, dass man, Frau Dreh, Sie hatten es angefangen, die Frau Höhn hat es dann noch mal etwas intensiver ausgeführt. Ein Auto heute, das stimmt, ein Auto heute besteht eben nicht mehr aus Stahl, weil wir ein bisschen weitergekommen sind. Das war vor 30 Jahren so. Heute besteht ein Auto vielfach aus hochmodernen Verbundwerkstoffen, und aus viel Elektronik. Also insofern zu sagen, ja, weil wir jetzt sozusagen nicht mehr so viel Windmühlen produzieren, krankt die Stahlindustrie, das ist ja wohl absurd. Also, meine Damen und Herren, ich kann nur sagen, den Standort der Stahlindustrie in Deutschland und Europa zu stärken, das ist unser Anliegen. Das ist sicherlich ein breiter Fächer von Maßnahmen notwendig. Und ich denke, mit unserem gemeinsamen Antrag der Koalition haben wir heute hier einen guten Start hingelegt. Und ich bitte Sie um Zustimmung zu diesem Antrag. Applaus